Gut, also wir sind im Sport auf alle Fälle. Gut, wunderbar. Läuft. Aber das Ding mal aus hier. Wieder, wenn ich rüber rutsche, rutscht er immer wieder raus. Das heißt also, ich bin eigentlich immer gezwungen, wieder in manuell rüber zu rutschen, weil er dann automatisch immer in den D-Modus ja wieder springt. Das ist eigentlich ein bisschen schade bei der ganzen Geschichte, weil wie gesagt, wenn man jetzt immer so fährt, so eine Kurve, mir ist jetzt zweimal nämlich rausgerutscht immer wieder. Okay, dann war er in D-Modus. Aber da wäre es eben. Achso, schaltest du manuell jetzt? Hast du gerade mit Wippen geschaltet? Ja, ich wollte manuell, weil ich eigentlich ihn im dritten Gang halten wollte, zum Beispiel. Aber versuch doch mal, wenn der auf D steht, wenn du jetzt eine Wippe bedienst, müsst du doch auch im manuellen Modus wechseln. Ja, aber der Punkt ist, wenn ich jetzt im Fahren bin, dann will ich einen dritten Gang drinnen halten. Deswegen brauche ich den manuellen Modus. Aber kannst du den nicht über die Schaltwippen aktivieren, den manuellen Modus? Nee, eben nicht. Wenn ich jetzt manuell schalte hier, dann ist zwar der Gang kurz drinnen, aber er springt nach
ein paar Sekunden springt er wieder in D. Okay, ja, ja. Das heißt also eigentlich, und wenn ich jetzt dynamisch fahre und wirklich rüberrutsche auf dem Sitz, dann drücke ich ihn wieder raus und dann bin ich wieder im D-Modus. Was ich eigentlich nicht will. Deswegen habe ich jetzt immer gesehen, dass er wieder rausrutscht. Da wäre es halt praktisch, entweder er geht nach rechts. Da ist die Sperre zu gering. Oder rechts rüber. Oder halt einfach nach rechts rüber. Das sind aber so gute... Das ist halt entweder nach rechts rüber oder man hat, das ist halt VW-typisch normal, nach hinten ziehen, dass er halt wieder zurückspringt. Links ist in der Hinsicht halt blöd, weil die Schaltgasse zu weit links ist. Ja. Wäre es der Getränkehalter jetzt in Anführungszeichen auf der anderen Seite, oder man müsste es weiter rübersetzen. Mhm. Also er dürfte nicht so weit rübergehen, dass er mittig und Getränke hier beispielsweise. Genau. Ne? Also das ist so das Problem, was ich habe. Dadurch, dass natürlich der Drücksteller jetzt zum Beispiel auch nochmal, der nimmt ja auch hier nochmal was weg. Ja. Das heißt, der Drücksteller geht da rein und dann springt er immer wieder raus. Also das ist halt das Problem. Ja, super. So eine Sache, klar.